So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der dicke Pupsi hat letztens beim Einkaufen was entdeckt. Da stand neu drauf, da mussten wir das unbedingt natürlich mitnehmen. Und da geht es um diese Currywurst von Maika. Gibt es ja schon in so vielen Variationen. Curry King, gab es das nicht letztens auch mit Ananas? Ananas ist doch genau das, was alle hassen und total eklig finden. Dann gab es die Barbecue-Note, dann gab es die mit Salsa, dann gab es die extra scharf, dann gab es die vegane, dann gab es die Geflügel. Es gab irgendwie gefühlt alles. Und jetzt Maika Curry King Spicy Onion. Ob die schmeckt, was das kann, das wollten wir jetzt herausfinden mit würziger Zwiebel-Tomatensoße. Klingt irgendwie ganz normal und human. Haben auch zwei Packungen, aber eine ist Pupsi, eine ist mir. Habt hier unten natürlich wieder euren Spießer drin. So, der kann rausfallen. Haben hier bunten Pfeffer, damit alles lustiger aussieht. Am besten, ich setze mir noch eine Clownsnase auf. Das hält ja gar nicht. Na, egal. Und das machen wir jetzt erstmal warm und testen mal, wie das schmeckt. So, die Currywurst ist fertig. Ich habe das jetzt hier auch schon mal aufgezogen, dass das ein bisschen abkühlt. Es riecht auf jeden Fall irgendwie schön nach Zwiebeln. Es riecht irgendwie ein bisschen säuerlich, aber irgendwie auch fruchtig. Tomatensauce, Frucht, säuerlich, Zwiebel, dass das so ein bisschen beißt. Und ich habe natürlich wieder die Maddog 357 dabei, falls es nicht würzig genug ist, dass wir da noch ein bisschen was machen. Wir sehen überall hier drin jetzt Zwiebelstückchen, das sieht richtig gut aus. Mache jetzt mal den bunten Pfeffer auf, bin ich mal gespannt, ob der wirklich bunt ist. So, bis jetzt sehe ich noch nichts. Träufeln es mal hier drauf. Oh ja, ich sehe grün, ich sehe gelb, ich sehe schwarz und ich sehe rot. Eine Farbenvielfalt, der Pfeffer steigt sogar direkt in die Nase. Das ist sehr gut. Das können wir euch auch so nochmal zeigen, dass ihr das besser seht. Seht ihr den Pfeffer, wie der jetzt da drauf liegt? Richtig genial. Wir können leider nicht ranzoomen, das ist halt eine GoPro, das ist halt nichts anderes. Da wird wieder geheult. Jetzt stellen wir es mal hier hin. Ich habe mir auch zwei Scheiben Toastbrot geholt. Wo ist denn der Spießer? Hier, der Spießer, der läuft da unten mit seiner Aktentasche. Wir machen das jetzt. Komm, wir machen es gar nicht rum. Wir nehmen ganz am Rand jetzt einfach mal ein Stück, wo kaum Pfeffer dran ist. Probieren das mal. Und vor allem interessant, dass da halt Pfeffer zur Currywurst gibt, anstatt Currypulver. Wo es ja eh schon speziell ist durch die Zwiebelsoße. Ist es jetzt speziell auch durch die bunte Pfeffermischung, also das überrascht gleich doppelt. So ein Stück Wurst mit wenig Pfeffer gegen ein Stück Wurst mit viel Pfeffer dran. Ich glaube, das ist richtig gut gewählt, denn zu dieser Zwiebelsoße, diese Pfeffernote passt. Wollte ich gar nichts sagen, ich habe doch keine Ahnung. Jetzt merke ich, das passt. Die wissen schon, was sie machen, denn das ist Maika. So, irgendwie fehlt mir trotzdem ein bisschen Schärfe, aber der Geschmack an sich ist auf jeden Fall interessant. Finde ich gut, würde ich so auch nochmal essen. Wer Zwiebeln mag, der kommt voll auf seine Kosten, wenn ihr irgendwas habt, wenn ihr Leber habt mit ganz viel Zwiebel dazu und sagt, das ist euer Leibgericht, probiert auch mal hier das mit dem Pfeffer, mit der Soße, mit allem drum und dran. Ich würde es mir trotzdem jetzt noch ein bisschen schärfen, nochmal einen Tropfen Maddog drauf, denn der Maddog muss weg, der steht schon ewig, weil man kann ja immer nur genau einen Tropfen nehmen. Hauen wir uns rein, aber ich bin positiv überrascht. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal eine Sorte hatte von Maika Currywurst von Curry King, die nicht geschmeckt hat. Komm, hauen wir da einen rein, hauen da noch einen rein. Haben wir jetzt halt zwei Tropfen, ist schon wieder einer zu viel. Beziehungsweise sind es eigentlich zwei zu viel. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal was hatte, was nicht geschmeckt hat, aber das sticht gerade deutlich heraus als richtig leckere Currywurst.
anders als man denkt, obwohl das ja auch wieder eine ganz andere Marke ist von Busse, anders als man denkt. Aber Maika Curry King ist schon was Gutes, kann man sich schon mal gönnen zwischendurch. Jetzt haben wir das ein bisschen rumgemacht mit der Mad Dog Soße drin. Wir wollen jetzt mal schauen, unten fährt das Postauto, wie das jetzt schmeckt mit Mad Dog Soße und ob wir gleich wieder Schluck aufbekommen. Also die Schärfe ist deutlich da jetzt, aber ich finde die Mad Dog Soße passt geschmacklich überhaupt gar nicht zu diesem Zwiebelzeug. Ja, das ist sowas Eigenes, sowas Weihnachtliches, Pflaumiges, plötzlich an sich, obwohl die eigentlich geschmacksneutral ist. Hier ist es jetzt einfach nur scharf und überdünchert den normalen, leckeren Zwiebelgeschmack. Also nicht alles ist Gold, was glänzt, und nicht alles ist toll, was einfach nur scharf ist. Jetzt habe ich den Geschmack leider versaut, aber wir haben ja noch eine zweite Packung übrig. Die werde ich trotzdem essen. Wenn ihr die kennt, schreibt es mir in die Kommentare. Spicy Onion Curry King von Maika. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.